Ein Bus. Zwei Typen. Das sind Herbert und Horst. Übrigens habe ich sie, diese ausgebufften Haudegen der alten Schule, aus den 80ern ins Jahr 2020 gesendet, um herauszufinden, was aus den Pionieren des Piano, Blues und Boogie Woogie in Österreich geworden ist. Mein Auftrag, Ihre Herausforderung. Nur Sie haben die Mittel. Nur Sie finden den Weg. Herbert und Horst recherchieren messerscharf, ungeniert und mit viel Liebe zum Vorspiel. Das ist Herbert, Gummihupfweltmeister und Hobbymillionär. Das ist Horst, Sachverständiger und gerichtlich beeideter Gewürzprüfer. Magst du einen Bomberl? Jo. Glatt oder gemoppt? Glatt. Horst, hallo? Gib mir mal Herbert. Für dich. Herbert, hallo? Auftrag 5. Findet Günther Straub. Name? Günther Straub. Ist es nicht der Blues, Boogie Woogie und Stride Pianist und Arzt? In der Tat. Ja, Günther Straub, freut mich sehr, dass du mit uns mit dem Bus mitfährst und ein paar Fragen beantwortest und darüber erzählst, was du erlebt hast, wie du die Musik gefühlt hast oder wie die jetzt auch immer noch ist. Und als erstes darf ich da anbieten, wir hätten Dreh und Trink. Ja, Dreh und Trink ist Capri-Sonne haben wir. Nein, Capri-Sonne nicht. Das Zitronen, Mannerschnitte hätten wir. Nein, der Dreh und Trink. Ein Dreh und Trink. Dreh und Trink ist das nicht ein tolles Ding. Wie würdest du das einschätzen? Wie hat sich das verändert damals
das Boogie Woogie Blues Stride Piano, New Orleans Piano zu spielen auf der Bühne für den Künstler. Wie hast du das wahrgenommen und was hat sich verändert zur heutigen Zeit? Ist es noch genau gleich wie früher, dass die Leute das so auffassen oder hat sich da was verändert? Ich glaube, dass beim Boogie Woogie und Blues sich nicht wirklich viel verändert hat, weil die, die heute nachkommen, und es gibt ja viele Junge, die spielen, die haben einfach die gleichen Idole, die wir gehabt haben. Amos, Louis Johnson und alles diese ganzen Sachen, diese typischen alten Pianisten aus den 20er, 30er, Fats Waller, James B. Johnson und so weiter. Und das ist zwar nie eine Musik gewesen, die also ein Straßenfeger war, aber es hat einmal eine Hype gegeben, dann war es wieder weniger. Aber sie war immer da und hat immer ihr Kernpublikum gehabt. Und so gesehen glaube ich nicht, dass sie wirklich viel geändert hat. Also dass wir früher, wenn wir jünger waren, in Wien oder woanders, nächtelang von einem Lokal zum anderen gezogen sind, also es hat noch viel, viel mehr Lokale gegeben, wo man einfach überall spielen hat können, weil Klaviere durchgestanden sind. Das ist ja heute in einem Zeitalter des Vorschriftentums gar nicht mehr möglich, von lauter Auflagen und allen möglichen Schikanen. Ne? Ja, und vom Publikum selbst her, wie das Publikum das auffasst oder wie es reagiert, sind nach wie vor begeistert. Also nach wie vor. Mit einer guten Boogie-Woogie-Show holst du Leute heute auch noch vom Sitz. Genauso wie damals. Und es sind auch, du hast es vorher kurz angesprochen, es sind auch wieder junge Künstler nachgekommen. Oh ja, sind viele gekommen. Ja, ja, also teilweise, ich kenne sie ja gar nicht mehr. Aber ich kriege es am Rande mit. Also das, da gibt es schon Leute, die so, ja, so rund um die 20 sind, die schon ganz exzellent spielen. Oder noch jüngere. Ne? Jean-Pierre Bertrand, Arthur zum Beispiel, sein Sohn, ne? Der spielt exzellent Klavier. Ich habe es ja noch so in Erinnerung, in die 80er Jahre hat man eine Coverband vom Dorf sein können, eine No-Name-Band, und hat ein Zelt aufgestellt, hat ein Plakat gemacht und da sind dann einfach 500 bis 1000 Leute einfach gekommen, weil es das Event sehen wollen. Ist das heutzutage auch noch so? Nein, das ist nicht mehr so, weil das ist einfach eingeschränkt, weil erstens einmal, weil die ganzen Vorgaben für Veranstalter und die ganzen Auflagen, die es gibt, gesetzlich und rundherum einfach unerträglich geworden sind, sowohl für Gastronomen als auch für Veranstalter. Das tun sich viele Leute schlicht und einfach nicht mehr an. Das zweite ist, dass einfach mit einem Zelt und nur mit ein paar Plakate hast du heute einfach keine 500 bis 1000 Leute. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen, weil wir sind ja hierher in diese Zeit gereist quasi und haben da ein bisschen recherchiert. Es ist ja wahnsinnig viel medial, was sich abspielt, dass die Leute gar nicht mehr, um entertained zu werden, aus dem Haus müssen. Ja. Macht das sicher auch was aus oder ist das... Ja, schon, die Leute sind schon in gewisser Weise ein bisschen bequemer geworden. Früher war das Angebot einfach nicht so. Also haben die Leute das genützt, wenn irgendwas stattgefunden hat. Ja. Heute ist eine derartige Überfülle von Angeboten und auch eine Überfülle von Musikern natürlich vorhanden, dass das einfach inflationär ist und bedingt durch die mediale Überfrachtung. Ja, die Leute, die musst du schon wirklich direkt ansprechen. Also die müssen schon einen persönlichen Kontext dazu haben. Ja, ich glaube schon, dass das anders ist. Ja. Stichwort Musik, Musikstil. Hast du angefangen mit Blues, klassischer Boogie Woogie? Klassischer Blues, Boogie Woogie. Klassischer Blues, klassischer Boogie Woogie. Blues, Amos, Louis Johnson. Das war das. Und bist wann zum Stride Piano? Weil du bist relativ früh. Ich habe früher schon mit New Orleans Jazz mich beschäftigt und habe aber diese Stride-Nummern, natürlich Noten oder Transkriptionen, das gibt es so wie heute, das hat es ja alles nicht gegeben, das ist ja alles nur nach dem Ohr gegangen. Ich habe mir dann schon ein paar Sachen, General Martin und so weiter, habe ich relativ früh schon gespielt, habe aber dann diesbezüglich, ich habe auch nicht weitergemacht, jetzt, was den Stride betrifft, weil das sehr aufwendig ist, also das muss man wirklich raushören oder nach Noten oder zeigen ist es, lassen? Ist oder? Raushören ist schwierig und zweitens, es ist einfach schwer zum Spielen. Also James B. Johnson zu spielen, authentisch oder Piano Rolls oder Donald Lambert oder solche Sachen, das ist schon einfach schwer. Schwer Klavier spielen. Und dazu braucht man die Zeit und ich habe die Zeit damals auch nicht mehr gehabt, wie ich angefangen habe zu arbeiten und das war einfach beruflich bedingt. Mhm. Was du damals, ich sag mal, was das Piano Boogie Woogie Blues der deutschsprachigen Szene betrifft, sage ich jetzt mal überbegriffs in der, ja, der Birker war dabei, der Axel, der Vince, der Möller,
Hast du da auch Kontakt am Anfang gehabt, ja, in der Clique? Ziemlich von Anfang an. Einen Martin Bürger habe ich, glaube ich, 78 schon kennengelernt. Ja. Und dann natürlich den Axel auch. Dann gleich einmal die Mojo Blues Band. Der Joachim Breiten war natürlich dabei, der Pepe. So, also das war die Partie von damals. Ne? Da war aber der Vinz und der Axel waren schon bekannt. Also wir waren sozusagen schon die zweite Generation eigentlich. Mhm. Also die Nachkommen. Obwohl es altersmäßig sind wir ja nicht weiß gut wie viel auseinander. Da fallen ja gerade einmal 4-5 Jahre an jeden. Ne? Wenn du auf die Bühne gehst, was fühlt man da? Vorher oder auf der Bühne oder nachher? Wie fühlt man sich so? Also die allermeisten, die ich kenne Backstage, auch wenn sie es bestreiten, sind einfach nervös. Das ist diese Auftrittsangst, die natürlich verschiedene Stufen haben. Hast du auch, oder? So, natürlich, das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, das hat auch jeder in irgendeiner Weise, bloß ein bisschen ein mulmiges Gefühl hat. Ist es Vor- oder Nachteil? Bis zu einem gewissen Maß ist es ein Vorteil, zu viel soll es nicht werden, weil das lähmt. Ne? Das ist ja der Grund, warum die Leute vorher oft hinter der Bühne alle möglichen Sachen einwerfen, vom Beta-Blocker bis zum Bier. Und so, also das ist nicht unbekannt, diese Auftrittsängste. Ich kenne kaum jemanden, der wirklich... Das quasi das Rock'n'Roll, das Klassische, der, oder? Dem das vollkommen wurscht ist. Und ich glaube, dass das gar nicht gut ist. Und ich habe ja oft schon gesagt, ich glaube, wenn es mich nichts mehr emotional anginge, dann müssen die aufhören, weil dann fällt irgendwas, dann passt irgendwas nicht. Das gehört einfach dazu. Aber in dem Moment, was rausgeht, ist natürlich lässig, wenn er so voller Säule da sitzt und du bist natürlich im Flashlight, der Sessel ist immer frei für dich. Ne? Und wenn du anfängst, dann hast du sowieso, dann bist du drin, dann hast du deinen Lauf, dann ist das sozusagen. Ist mein Trance, das ist das Flow-Erlebnis von Gigi und Mihai. Ne? Ja. Gibt es noch irgendeine Geschichte, ein Erlebnis, was dir richtig stark hängen geblieben ist? Nicht nur von damals, kann auch vorgestern gewesen sein, was da nahe gegangen ist oder was Lustiges oder was, keine Ahnung, was dich... Nein, es sind zwei Dinge. Das eine ist damals, das datiert noch aus den Anfängen, wo der Axel Zwingenberger in Wien einmal zu mir gesagt hat, warum spielst du das in B-Dur? Und ich habe ihm dann erklärt, dass ich das von der Platte runtergehört habe, von meinem alten Kofferplattenspieler. Und dann hat er gesagt, die sollen wegschmeißen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das gestimmt hat, dass der einfach immer ganz ganz langsam gelaufen ist. Und dann habe ich wirklich weggehauen und dann habe ich alles, was ich kennen habe, um einen Ton auftransportieren müssen. Also diese Geschichte, die wiederhole ich ewig, weil die ist erstens einmal wahr und zweitens ist sie einfach unglaublich dumm. Aber es war Gott sei Dank ein Ganzton. Mit einem Halbton war es mir eh aufgefallen, dass das nicht stimmen kann. Also quasi jedes Stück zweimal gelernt. Und das Zweite, was mich schon berührt hat, oder was mich einfach aus der jüngeren Vergangenheit, ich habe jetzt in den letzten Jahren insgesamt 4-mal im großen Saal im Brucknerhaus gespielt. Duo, Harlem Stride, Piano. Also das ist schon ein Harlem Stride Piano im Duo mit einem Weltklasse Mann zu spielen, vor einer so einer Kulisse von einem ausverkauften großen Saal, das bleibt schon hängen. Das ist schon lässig. Hättest du dir damals in die 80er Jahre gedacht, oder 70er, 80er Jahre, dass diese Musikrichtung doch noch so lange aktuell ist oder zieht? Ja, weil das war immer. Die hat manchmal eine Phase gehabt, da war es ganz unten, aber die Kernhörerschaft war immer vorhanden. Die Musik war immer da, der Blues war auch immer da. Und der Boogie Woogie ist ja die schnelle Version des Blues. Stride Piano ist Swing, ist im Sinne von 20er, 30er. Es hat ja damals um die Piano Rolls auch diese Hype gegeben mit James B. Johnson, weil die haben ja super gut verdient, weil die Lochwalzen alle hergestellt haben. Ne? Und heute gibt es die ganzen Transkriptionen davon. Das ist ja sauschwer zum Klavierspielen natürlich, aber es ist einfach lässig. Und wenn man sich umschaut heute, zum Beispiel am Sektor jetzt mit Blues und Boogie Woogie, da ist eh bekannt, aber Harlem Stride Piano, was da Leute gibt, da gibt es den Luca Filastro aus Rom, der spielt wie der liebe Gott, den Paolo Alderigi mit der Steffi Trick. Die Steffi Trick ist vielleicht einmal 30 Jahre alt, die spielt aber schon seit ihrem 16., 17. Lebensjahr Fats Waller Sachen, wo andere nicht einmal hin können, wenn sie 30 Jahre spielen. Also es, da gibt's schon ganz, ganz viele fantastische, und die sind halt die diese Musik dann immer, wenn sie eine Zeit eingeschlafen war, wiederum zum Leben erwecken. Na, und dann gibt es die nächste Hype, also das Stride Piano Festival sind die letzten Jahre in Deutschland und in der Schweiz, das Boswil Festival, das hat es seit Ewigen gegeben vom Ebra Koran. Das waren 2.000, 3.000 Leute, was die zusammengebracht haben, die waren ausverkauft. Der Bernd Lotzke hat gesagt, er hat in der Philharmonie in Köln mit seinen Echos auf Swing vor 2 Jahren einen Abend gemacht zu Ehren von Big Spider Beckett, da war die Philharmonie ausverkauft 2 Monate vorher. Mhm.
das musst du mal schaffen mit Big Spider Becke. Zum Beispiel. Aber da musst du natürlich auch so spielen wie der Lotzki und die Eckers auf Swing. Das muss man schon auch sagen. Also, was die heutigen Social Media hier Vorteil haben, bieten, ist, du hast natürlich Zugriff auf Leute, wo du früher einfach keinen Zugriff gehabt hast, weil du hast einen Brief geschrieben und dann das Wort aber zurückgeschrieben. Heute geht das online, heute kann ich mich mit jemandem in Kanada, in Amerika unterhalten, ich kann innerhalb von 3 Minuten eine Auskunft haben von Leuten, die sich mit dem auf wissenschaftlichem Niveau beschäftigen, ich kann PDF-Dateien, kann Noten austauschen, also das ist schon sehr leicht geworden und dadurch ist die Community natürlich über den Erdball verstreut groß geworden. Du weißt, wer in Japan Boogie Woogie spielt, du weißt, wer in China Harlem Street spielt, es ist okay. Wurscht, das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Es hat auch Nachteile natürlich, aber die Vernetzung und im Endeffekt ist es nichts anderes wie überall. Es ist eine riesengroße Familie und diese Familie hat genau die gleichen Eigenschaften wie jede andere Familie. Sie hat ihre interfamiliären Gruppierungen, sie hat vor allen Dingen ihre Eifersüchteleien und Streitereien und dann wieder ihre ach, sind wir wieder gut und so weiter. Also es ist ganz normal, so wie es jeden Tag ist auf der ganzen Welt. Das Wichtigste ist, das Pendel bleibt immer in der Mitte stehen. Man darf nicht ausufern und nicht extrem und man darf einfach vor allen Dingen, glaube ich, nicht die verbrannte Erde hinterlassen. Das ist ja nicht gut. Also Günther, ja, eine Frage hätte ich noch zum Abschluss, weil ja viele junge Leute, wie du sagst, immer wieder nachkommen, ja, und viele träumen ja auch davon, Musiker zu sein oder auch so. Diese, damals war es ja New Orleans Party Musik, Boogie Woogie und so weiter. Und viele wünschen sich ja sowas auch zu machen, wenn sie mal ein Boogie Woogie Konzert live gesehen haben. Ja. Ich will unbedingt Klavier spielen. Ja, da gibt es ja einige, die deswegen Klavier spielen anfangen, ob sie dich sehen oder wie auch immer, wenn auch immer sie sehen. Würdest du einem raten, dran zu arbeiten oder ist es eher ein harter Job? Oder? Also das Erste ist einmal, dass man ab einem gewissen, sagen wir so, bis auf wenigste Ausnahme glaube ich, dass man mit reinem Autodidaktentum nicht wirklich ganz nach oben kommt. Es gibt Ausnahmen, ja, aber irgendeine Art von Basis des Klavierspiels, der Klaviertechnik, das hört man einfach, dass die Leute irgendwann einmal dann ihren Limit erreichen. Und bei Harlem Street speziell ist es so, dass ich der Meinung bin, dass wenn einer nicht wirklich Klavierspielen gelernt hat oder dort irgendwann einmal einfach nichts mehr zum Suchen, weil er das einfach nicht zusammenbringt von der Technik her. Das ist eine. Das zweite ist, das Profimusikertum ist extrem hart. Damals ist es ja noch gegangen, dass man von einem Wirten zum anderen und man kriegt unser Catering, halt, unser, was weiß ich, ein bisschen was zum Essen, ein bisschen was zum Trinken und 500 ATS Bar auf die Hand ohne Rechnung. Im Zeitalter der Registrierkasse und der Skorpionen und Schlangen, wo auch jeder von der Steuer nur gejagt wird, rund um die Uhr, ist das absolut nicht mehr möglich und die Wirte machen es auch nicht mehr, weil es einfach kein Klavier mehr einstellt, weil es nur mehr Probleme gibt. Das heißt, diese Einkommensquelle auf diese Art, wie ich mein halbes Studium damit finanziert habe, die ist einfach nicht mehr existent. Und das andere ist, auf der Welt in der Klasse sozusagen so zu spielen, dass man wirklich davon leben kann und nicht nur vegetieren kann, sondern leben kann, das ist extrem schwierig und es ist in der Klassik schon schwierig, das ist, weil dort die Dichte wahnsinnig hoch ist an exzellenten Musikern. Es ist im Jazz noch viel schwieriger, weil natürlich das ein noch engeres Publikum ist, also weniger sozusagen Zuschauer im Schnitt auch. Und das ist zwar recht lässig mit 20, 25 Jahren, aber irgendwann einmal, wenn es dann 20 Jahre nur auf der ganzen Welt vom Flugzeug und nur vom Hotelzimmer und vom einen Koffer in anderen lebst, irgendwann hast du einfach genug. Und irgendwann kümmert dich das nicht mehr und es ist dann immer wieder, du bist nur on the road im Sinne von Jack Kerouac. Das ist einfach on the road. Wenn man es will, gern, aber noch 20, 30 Jahre ist das einfach ermüdend. Ich habe es ja Gott sei Dank nur eine Zeit gemacht, weil ich dann was anderes gemacht habe und eben nicht, Gott sei Dank, nicht gezwungen war, Berufsmusiker zu sein. Also leicht ist der Job nicht. Ja, Günther Straub, vielen Dank, dass du mit uns das Interview geführt hast und uns ein bisschen von dir erzählt hast und von deinen Einschätzungen und so weiter. Gerne. Dürfen wir zum Abschluss noch ein Foto machen, bitte? Selbstverständlich. Wenn es die Kamera aushält. Na dann, bitte von draußen.